Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute soll es mal nicht um einen Mount im Spiel gehen, sondern es geht um einen Promotion Mount. Und ja, der ein oder andere kennt meine Meinung dazu. Ich bin immer nicht so der Fan von Blizzard für Promotion Mounts noch extra Geld zu geben, aber was soll's, man will ja die Sammlung als Collector vollständig haben und dementsprechend habe ich mir das Mount geholt und vielleicht seid ihr ja auch ein Sammler und sagt, ja, okay, gut, ich hole mir das Mount, um dementsprechend die Sammlung ein wenig aufzufüllen. Und was für ein Mount geht es diesmal? Es geht um das Mount, das wir für Diablo 4 bekommen, wenn wir uns das vorbestellen, und zwar schimpft sich das Amalgam der Wut. Und ihr seht schon, ich habe das hier in einem Geschenk, das können wir einmal auspacken. Und dann seht ihr, haben wir quasi einen Wolf, Hund, ich würde sagen Wolf mit drei Köpfen, der ziemlich feuermäßig leuchtet. Ne, er hat sogar noch mehr Köpfe, ihr seht, da hinten ist noch einer. Also da ist noch ein vierter Kopf, auf der anderen Seite ist auch noch ein Maul, also tatsächlich sogar fünf Köpfe. Zwei, die in der Seite irgendwie sehr verstörend drin kleben und ja, drei richtige. Sieht sehr cool aus, das Mount, muss man sagen. Passt auch zu Diablo. Jetzt machen wir mal das Mount-Special. Es hat auch noch Flügel, das Ding. Wait, what? Das kann wahrscheinlich fliegen, das Mount, ne? Hier, gut. Dann müssen wir aber jetzt schon mal gucken, ob wir mit dem Ding wirklich fliegen können. Dazu gehen wir jetzt einmal kurz nach SW, hätte ich gesagt. Und schauen uns das an. Das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass ich damit fliegen kann. Und ja, wo kriegt ihr das her? Diablo 4... hat Blizzard jetzt angekündigt, man kann es noch nicht spielen. Das Release-Datum ist, weiß ich jetzt nicht, ob das schon angekündigt ist, habe ich jetzt nicht genau geschaut, können wir aber gleich schon mal noch gucken. Und man kann sich aber das Spiel schon mal vorbestellen. Heißt, wenn ihr das vorbestellt, kriegt ihr halt für Diablo einige Bonus-Geschichten, also für das Diablo 4, aber auch in WoW hier einmal das Mount. Heißt, wenn ihr Diablo 4 nicht vorhabt zu spielen, kauft euch halt das Game nur hier für das Mount. Ich werde euch gleich zeigen, was es kostet, beziehungsweise welche Version ihr ausprobieren müsst oder auswählen müsst. Ah ja, das Ding kann wirklich fliegen, tatsächlich. Schau mal an, mit Feuerflügel. Er ist schon sick, man muss schon sagen, es sieht schon geil aus. Es sieht schon geil aus, ja. Macht definitiv was her und ja, das ist es. Auch mit Flügeln dran, ja. Ganz nett. Gut, dann gucken wir uns mal an, wo wir es herbekommen. Und zwar, wir können uns im Blizzard Shop quasi einfach Diablo 4 kaufen. Da gibt es verschiedene Optionen. Ihr könnt die Standard Edition kaufen, dann die Deluxe Edition und die Ultimate Edition. Wir brauchen hier tatsächlich nur die Standard Edition. Wenn ihr lediglich WoW spielt und Diablo euch nicht interessiert, kostet 70 Tacken, das könnt ihr euch jetzt überlegen. Ich habe früher schon Diablo 3 ziemlich reingesuchtet. Ich weiß nicht, ob ich es krass spielen werde. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht schaue ich mal ein bisschen rein. Und ich habe mir jetzt aber auch nur die Standard Edition gekauft, denn das Mount kriegt ihr, wie ihr hier seht, auch in der Standard Edition. Für die anderen Edition Sachen bekommt ihr nur noch einen Haufen Zusatzzeug in Diablo. Wenn euch das extrem interessiert, dann ist vielleicht die höhere Edition dann sinnig für euch. Aber sonst, wenn ihr wirklich nur das WoW-Mount haben wollt, dann reicht hier definitiv die Standard Edition. Da ist das Mount einmal drin. Genau, das war es eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Schreibt mir gerne eure Gedanken mit in den Kommentaren. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.